So, flapp. Ja, also zwei Felder, zwei Bäume auf dem Feld. In der Hoffnung, dass die Kreatur das nicht abruppt. Dann besorgt euch doch Erz. Soll ich zaubern oder was? Nein, kein Kornspeicher, eine Schmelze. Und die bauen wir irgendwo hier oben hin. Wenn sie dann irgendwo hinpasst. Tot? Wo? Da war doch gerade ein grüner Funken, oder? Da. Das sehe ich genau. Ja, ich hab's ja verstanden. So, ich kann auch Würden kastige die Felder anlegen. Azteken Ha. nicht über uns herrschen, hätten wir den Krieg längst beendet. Wir haben keinen Zwist mit den Griechen. Zum Glück ist er überhaupt nicht ersichtlich, klar ersichtlich, wie die Dorfbewohner gehen. Ich meine, da kann man auch keine Straßen bauen oder so. Nee, nee. Ein Lagerhaus ist ja auch super. Bereit. Und die Mine schon leer gefarmt? Nee. Was haben Sie nur mit dieser Schmelze vor? Das baue ich noch nicht auf. Da kommt das Tor rein. Die Dorfwohner einfach mal nicht das Häuser zu Ende bauen. Sie stocken ihre Nahrungsvorräte auf. Der Kornspeicher steht ja schon seit 150 Jahren. Und jetzt bemerkt er, oh, sie stocken ihre Nahrungsvorräte auf. Blitzwerker! Bekehrte Veredler. Es gibt ja auch einen Mod, wo man dann die vorhandenen, also die meisten Gebäude in japanische umwandelt. Dass man eben nur noch japanische baut und auch die Bevölkerung japanisch ist. Nur da sieht man eben auch, dass die ganzen Models für, ich sag mal, für ein Herrenhaus, für Schmelze oder Sägewerk einfach nicht vorhanden sind. Und das ist dann auch ziemlich sinnlos. Das finde ich schade. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass man dann einfach mit den anderen Völkern spielen kann. Eine andere Kampagne muss ja nicht mal unbedingt sein. Dann können dann meinetwegen die Griechen als brutal dargestellt werden oder irgendwas. Aber so, dass einfach die alle Modelle vorhanden sind für die jeweiligen Völker, das, ich denke, das ist kein übertriebener Wunsch. So, passt hier überhaupt ein Landhaus hin? Ja. Ziemlich unzufrieden, aber naja. Mach mal, müssen wir ja nicht machen. So, bauen wir schon mal ein paar Lampen. Ist noch gar kein Weg. Wie kommt das denn? Unsere Bauleute auch mal ein bisschen länger beschäftigt sind. Stehen doch schon überall die Statuen rum, finde ich auch schön. So, du kriegst dein Spielzeug wieder zurück. Die wollen immer noch eine Mauer. Die einzige Mauer, die noch nicht existiert, ist die da oben.
Dafür muss ich aber ein paar Bäume umsetzen. Damit hier nicht der komplette Wald einstürzt. Kann ich auch einfach hier hinsetzen. Ja, ich hab's ja verstanden. Aber ich kann nicht zaubern. Oh, hier ist noch was. Aber Erz finden kann ich. Freuen Sie sich. Dürften Sie dann hier rein. Ach, da ist noch das fehlende Stückchen. Müssen aber auch die. Eigentlich? Müssten wir? Nicht? Kriegen wir nicht. Den Bonus hier schützt seine Stadt mit Mauer. Geht das wirklich nur mit unserer Hauptstadt? Schütze die Stadt mit. Ja. Nee. Oder vielleicht alle Städte. Das weiß ich auch nicht. Da bin ich mir nicht sicher. So, jetzt können wir hier hinten aber die Taverne hinbauen. Das muss jetzt mal so eng sein, weil wir brauchen viel, viel, viel Bevölkerung. Bevölkerung. Platz. Also Wohnraum. Meine Güte. Ah, hier sind noch kleine Felsen. Die kann ich natürlich mitnehmen. Und sonst sind hier eigentlich. Ist ja, steht ja alles, oder? Die Mauer sieht natürlich ein bisschen hässlich aus, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Bereit! Der Krieg geht weiter. Die Azteken zwingen uns, die Griechen zu bekämpfen. Yay, Körperstellung. Sind wir wieder ein bisschen guter? Doch, das ist grammatikalisch richtig so. Es ist Black and White 2 Grammatik. Alkohol benebelt die Sinne aller Baumeister und Strategen. Nicht würfen. So steht das geschrieben. Egal, was du in der Hand hast, nicht würfen. Nicht werfen. Soll doch nicht ein Mensch sein, oder? Nö. Lass den mal hier fallen. Den Teddybären. Deinen freien Willen darfst du wieder ausleben. Und du brauchst jetzt. Die beiden Häuserchen da auf. Nein. Hallo? Kann ich das nicht irgendwo mal hier hinsetzen? Hä? Baue! In 1700, 1100 Holz. Wo reichen? Meine Güte. Nein, baust jetzt erstmal das Haus auf. Wie viele brauchen wir noch? Noch so viele. Ein paar Veredler können wir auch gebrauchen. Bekehrte Veredler. Ja, nee, das ist nicht übertrieben da oben. Dorfwohner können da hochlaufen, das ist kein Problem. Ich würde den schon jetzt gerne mal da etwas weiter unten hinsetzen. Wenn mir das Spiel das erlaubt. Das hat jetzt nur ein bisschen breiter gemacht.
Tja, nun. Ich würde mich langsam wieder nach unten antasten. Ich habe das Gefühl, ich kann es aber nur noch breiter machen. Geht hier nicht irgendwo mal, dass ich es hinsetzen kann? Komm, Spiel. Sei brav. Oder nicht? So, da den Weg hinsetzen, da den Weg hinsetzen und die Lücke schließen. Haben ein bisschen schmaler gemacht. Nahrung müssen wir auch wieder aufsammeln. Ich habe jetzt ein bisschen geschlammt, dadurch, dass wir eben so lange, so wenig Felder hatten. Erz brauchen die auch. Da müssen sie sich selber drum kümmern. Hier oben haben wir noch eine ganze Lagerstätte. Das, da kommen ja die Dorfwohner nicht auf den Gedanken, mal da hochzugehen. Diese Griechen haben uns nichts getan, doch die Azteken befehlen uns, sie zu bekämpfen. Brauchen Erz, da liegen hier noch so eine Klumpen rum. Schlaue Dorfwohner. Dann könnt ihr gleich mal Bauern sein. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Ich merke immer so eine kleine Wirtschaft auf den Feldern. Jo. Sage ich heute auch so auch immer so oft. Ist ja schrecklich. Nur Landhäuser hinsetzen. Auf die andere Seite dann die Villen. Schöner Meeresblick. Mit unglaublich viel Eindruck. Aber ist jetzt in dem Fall nun mal auch neben dem Friedhof. Oh, gibt's Schöneres. Ja, du darfst dieses Gebäude durchaus errichten. Du kannst auch generell einfach mal das machen. Und wir machen eine Nebenaufgabe. Einfach mal zwischendurch. Es wird Zeit für deine Prüfung, Novize. Zerstöre diese Blöcke mit deinem Chi. Konzentrier dich, Junge. Hoja! Oh, das tut weh. Armer Kerl. Ja. Ihr solltet ihm helfen und die Blöcke zerstören, Meister. Da bin ich ausnahmsweise deiner Meinung. Zerstören ist immer gut, Boss. Dann helfen wir ihm mal. Da hört man manchmal dieses gut gemacht. Ist dann, wenn der normalerweise sich wehtun würde. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, das ist ja knapp. Also wenn die Steine dagegen geschleudert werden, ist dann eben der normale Dorfwohner, der sich dann eben beschwert, dass er eben gerade nun mal von einem 10 Tonnen schweren Stein erschlagen wird. Aber den juckt das nicht. Oh! Der hält das aus.
Du hast die Prüfung bestanden, Novize. Guck dir nicht. Hell yeah! Hab ich dir gezeigt, alter Knacker. Gut gemacht, Herr. Und ich würde auch gerne auf diesem Plateau noch bauen. Aber das geht nicht. Ja, ihr braucht Häuser. Habt ihr schon eine Überbevölkerung? Ach, minimal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Zu sparen, ich guck mal. 180.000, wir brauchen 400.000. Das können wir noch alles erledigen. 10.000, 3.000, 3.000. 20.000. Das geht nicht. 15.000. 10.000, das geht aber, gibt aber böse. Und das ist nicht so gut. 15.000, das haben wir ja dann gleich. 10.000. Beeindruckende Gebiete, ja, das schaffen wir sicherlich irgendwie. Ihr braucht auch kein neues Lagerhaus. Noch nicht. Das mal. Dann kannst du wieder in deine normale Rolle gehen. Ach, Nahrung soll er noch sammeln. Richtig. Und auch noch. So. Auch noch Erz. Da muss ich jetzt mal kurz so böse sein. Wo bist du? Blöde Kreatur. Da, hier, hier, nimm, hier. Du kannst das Landhaus sowieso nicht errichten. Reicht das? Natürlich nicht. Dann helfe ich mit. Zählt das jetzt nicht als Lagern oder was? Ach, 5000. Wie mache ich das denn jetzt? Hab ich noch einen Stein? 540. Nein. Du. Hol Erz. Er kann nämlich einfach in die Mine greifen. Und sammelt sich da sein Erz zusammen. Oh ja, Häuser. Nein, nee, sollen sie ja schon bauen. Yay. Du lagerst das da. Doch, nicht den Kopf schütteln, dumme Kreatur. Niemand. Lager. Müssen wir mal die Felsen hier runterkicken. Komm schon. So. Sonst kleine Kacksteine sind alle weg. Gut, dann können wir die Mauer bauen. Na, ganz so schmal wollte ich es jetzt auch nicht machen. An sich ist es auch egal. Wir sind geschützt. Ah, natürlich nicht. Dorfbewohner.
Hallo. Ich krieg das noch hin. Ah, hatte ich fast. Ja. Yay. Yeah. 146.000. 120.000 für das und die Eroberung des Landes. Vorher schaffen wir es ganz bestimmt nicht, das Monument noch zu kaufen. Da lege ich gar keine Hoffnung rein. Wenn man das so sagen kann. So, geh da mal hin. Das können wir dann schon mal ein bisschen aufbauen. Den Rest kriegt die Kreatur auch irgendwie hin. Er ist todmüde. Naja. Yay, bisschen weiter unten. Ich möchte es nicht ganz so übertrieben haben. Bauer. Ist der eigentlich mittlerweile erfahrener Baumeister? Ich weiß es gar nicht. Doch, kannst du. Hingehen. Oh, du bist Ding. Bauer. Bauer. Sehe ich das irgendwo? Ja, ich hab's schon gekauft. Kriegst du's mal? Ich würd's nicht wegrennen. Bauen. Nicht ein Stapel Holz hinterherrennen. Du spielst nicht mit deinem Spielzeug, du schläfst jetzt mal eine Runde, wenn du schon todmüde bist. Pam. Einfach weghauen. Dann kümmern wir uns hier mal drum, das Ganze wieder ein bisschen flacher zu machen. Was natürlich wieder nicht geht. Ich habe wirklich das Gefühl, ich mache es immer nur breiter. Ah, doch, wir gehen langsam runter. Das sieht jetzt, wird zum Schluss ziemlich scheiße aussehen, aber ja. Das wurde jetzt wieder höher. Geht das nicht auch mit dem Haus? Oder verändert er das nicht? Nope. Das bleibt so. Ich will aber auch das Ding nicht abreißen. Diese Zwickmühlen. Ja, wirf's einfach weg. Aber dass sie sich Landhäuser wünschen, sieht man schon, dass wir echt gut sind. Also so gesinnungstechnisch. Können wir hier meinetwegen auch die Taverne mal hinbauen, die japanische. Mal nicht direkt neben der anderen.
Frage ist aber, wo dann? Machen wir es einfach mal hier hin und bauen dann hier hinten noch ein paar Häuserchen hin. Passt sogar. So sind die Dörfer natürlich überzufrieden, also überglücklich. Wir haben zu wenig Bauern. Viel zu wenig. Müssen wir mal gucken, wo wir noch ein paar Leute herbekommen. Wissen die arbeitslos sind. Denn dann macht sich das ganz gut. Wir brauchen auch nicht mehr ganz so viele Brüter. Das Bevölkerungsziel haben wir schon. Bekehrter Bauer. Nein, 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 nein. Bauer. Bekehrte Bauern. So. Bekehrter Bauer. Das müssten genug sein. Dann noch ein, zwei Veredler. Pro Kornspeicher. Bekehrter Veredler. Bekehrter Veredler. Oh, er kann sogar da mal hingehen. Ich weiß es nicht. Oh, den Hahn habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Frauen, das. Was fehlt denn da noch? Doch, kannst du es bauen. Los. Ah, das. Nee. Ich verstehe nicht, warum der das nicht bauen kann. Ja, erwischt den Holzstapel nochmal. Da. Nein, aus das. Jetzt, wo du hier bist, kannst du auch das bauen. Nein. Ich akzeptiere das nicht. Ach, das gehört. Ah, das Holz gehört nicht dem da. Oh. Jetzt aber. Na, ich will doch nur den Stapel hier haben, meine Güte. Doch, da kommst du doch hin.